Als erstes mal so einen großen Kreis, dann zwei Augen, ein großes Lächeln und presto, es ist Kirby! Und damit, Leute, herzlich willkommen zu Kirby's Adventure, oh yeah! Ja, Leute, willkommen zu meinem Let's Play zu Kirby's Adventure und, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich habe ja vor ca. einem Jahr, fast einem Jahr sogar schon, ne? Habe ich Kirby's Dream Land gespielt auf dem Game Boy. Und ich hab mir da gefragt, vielleicht habe ich ja mal Bock, in nächster Zukunft Kirby's Adventure oder Kirby's Dream Land 2 zu spielen. In nächster Zukunft ist jetzt anscheinend fast ein Jahr her. Ja, was ihr gerade bei der Way seht, bevor ich weiter rede, das ist bei der Way hier das Intro. Das könnt ihr euch gerne angucken, dann seht ihr ungefähr, wie das Spiel funktioniert, denn ich werde das nicht erklären. Und das habe ich beim anderen Dreamland-Video gesagt, wie das Spiel ungefähr geht. Aber was ich auf jeden Fall hier sehen kann. Ja, Kirby kann nun Fähigkeiten haben. Ja, das kennt man eigentlich, aber das gab es erst seit diesem Spiel. Seit Kirby's Adventure gibt es das erst. Und da Kirby's Adventure vor Dreamland 2 rausgekommen ist, dachte ich mir, yo, spiele ich Kirby's Dreamland vor Kirby's Dreamland 2. Heißt, Kirby's Dreamland 2 wird irgendwann später auch nochmal Let's Play gezockt. Schätze mal ein paar Monate später oder so, wenn ich mal wieder Bock habe auf das Spiel. Und ja, wir werden das Spiel 100% spielen, wir werden jedes einzelne Secret Exit finden, wir werden jedes einzelne Level schaffen. Was weiß ich, wir werden auf jeden Fall alles im Spiel zeigen. Ich werde auf jeden Fall alles im Spiel zeigen, ja genau. Wir sehen auch gerade weitere Fähigkeiten, auf die ich dann später auch nochmal weiter eingehen werde, sobald wir die dann haben. Aber nicht zu sehr, weil ihr seht ja hier schon ungefähr ein Drittel oder so von allen. Es gibt halt nicht so viel in diesem Spiel. Aber dafür sieht man diese halt sehr oft, dafür, dass es halt nicht so viele gibt. Was jetzt blöd ist mit diesem Let's Play ist mein Audio, denn ich habe schon öfter gesagt, ich bin ja letztens umgezogen und deshalb ist mein Audio jetzt ein wenig komisch. Deshalb kommt das Video jetzt erst ein wenig später heute draus. Weil eigentlich wollte ich es direkt schon um 13 Uhr raushauen, aber wahrscheinlich wird es erst um 15 Uhr rauskommen oder was auch immer noch immer. Ich werde gar nicht dazu kommen. Eines Tages im wunderschönen Land von Dreamland, im fröhlichen Land von Dreamland, konnten die Einwohner nicht schlafen. Und, das liegt daran, dass wir eigentlich normalerweise einen Star-Rod haben. Aber eines Tages kam König Dedede schwimmt im Wasser zum Star-Rod und macht ihn kaputt und schenkt die Teile seinen Freunden, damit sie die Teile verstecken können. Überall rund um Dreamland. Und Kirby macht sich jetzt auf die Suche nach dem Star-Rod, um die Albträume oder halt allgemein, damit die Bewohner wieder richtig schlafen können. Das ist ungefähr die Story. Und dann nochmal zurück zu meinem Mikrofon. Ja, oder was? Wisst ihr, was wir machen gleich? Wir fangen jetzt mal an mit dem wunderschönen Spiel. Hi, Kirby. Manchmal, ja genau, das meine ich. Manchmal macht er so, hi. Ah, Kirby ist schon ganz süß. So, hier, Level 1 oder Welt 1. Vegetable Valley. Oh nein, was jetzt? Ja, sorgen wir einfach auf. Gut. Also auch in diesem Spiel liebe ist einfach, dass die Cutscenes zum Beispiel einfach so aus der Box gehen, so gesehen, ja. Das ist unsere Overworld hier. Und ich würde sagen, wir fangen an mit 1-1. Yeah, was auch immer. Und das hier ist unser erster Gegner. Wenn wir den aufsaugen, dann haben wir eine Fähigkeit direkt. Manche haben eine Fähigkeit, manche nicht. Man kann das auch nicht wirklich erkennen, welche eine Fähigkeit haben und welche nicht. Also muss man mal ausprobieren. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch noch eine Fähigkeit. Ihr seht ja, was die Fähigkeiten machen, deshalb muss ich es nicht sagen. Unten rechts seht ihr meine One-Ups-Anzeige. Das heißt, wenn ich unten links seht ihr Kirby, und Score ist jetzt egal. Kirby hat ja da so 6 Punkte und wenn die 6 Punkte dann weggehen sollten, dann verlieren wir unten rechts eine Zahl. Wenn die Zahl auf 0 ist und wir alle Leben verlieren, dann dürfen wir von vorne spielen. Und ja, das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, man muss dann die ganze Welt neu machen oder einfach nur das Level. Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht weiß das einer von euch. Unten, da direkt daneben, zwischen, da seht ihr diese wunderschönen Bilder. Ich liebe diese Bilder in diesem Spiel. Ich verstehe nicht, warum die neueren Kirby-Spiele die nicht mehr haben, weil ich finde die so cool. Da seht ihr, welche Fähigkeit wir gerade haben. Und mit so tollen Bildchen drauf. Ja, ganz, ganz super. Jetzt würde ich Feuerfähigkeit haben. Ich glaube, es ist so, wenn man zwei Fähigkeiten auf einmal aufsaugt, zum Beispiel hier den Stern rausbläst, mit Select macht man das, by the way. Und dann
noch einen anderen Gegner währenddessen einsaugt, der auch eine Fähigkeit gibt, dann glaube ich, kriegt man so eine Random-Fähigkeit. Hier unten seht ihr jetzt eine Maxi-Tomate. Wenn wir die aufnehmen, dann kriegen wir komplette Heilung. Es gibt auch solche Getränke, aber die Getränke, die heilen nur so zwei Balken. Also nur so zwei Leben, so gesehen. Wir haben 6 Herzen, die kann man nicht irgendwie erhöhen oder so. Wir müssen das ganze Spiel lang mit 6 Herzen spielen. Und hier haben wir das Level. Das ist das Ende des Levels, eines Levels. Das hat so eine Sternumwandlung. Und dann müssen wir im richtigen Timing A drücken, aber ich glaube, das hat nicht gepasst. Na, dann ein zweiter. Man sieht es ja auch gerade perfekt. Das sind zwei verschiedene Kirbys, Kirby-Farben. Und zwar, wenn... ja, wie soll ich das sagen? Wenn... Okay, wir gehen jetzt mal in das zweite Level, wenn ich versuche zu erklären. Oh, ich kann nicht erklären mit dieser Musik! Die können wir bei der Welt nicht aufsaugen, denn der ist sehr stachelig. Und Kirby mag den nicht oder so. Ja. Wir können nicht aufsaugen und wir sollen uns von dem nicht treffen lassen. Wir sollen uns allgemein von gar nichts treffen lassen eigentlich. So, und die können wir auch nicht aufsaugen. Das ist eine Kanone. Warum laufe ich rein? Ich spiele bei der Welt mit Tastatur, deshalb ist das immer nicht blöd. Aber ich glaube, hier gibt es sogar ein Easter Egg, ne? Man muss hier so rümmi hin springen, zurücklaufen und dann nochmal dahin. Nö, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich werde es auf jeden Fall in der letzten Folge oder so von euch zeigen. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein Secret oder ein Easter Egg, was auch immer. Ja, also Kirby hat ja irgendwie komische Farben. Wenn er einfach eine Fähigkeit, wir haben es ja gesehen, wenn Kirby eine Fähigkeit aufsaugt hier, dann wird er etwas rötlicher. Manche Fähigkeit ändert er auch komplett seine Farbe. Oh mein Gott, ja, tut mir leid für meinen Skill, der ist gerade etwas nachgelassen. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Oh, hier ist noch ein Zwischenboss. Wow, bin ich gerade schlecht. Komm, lass mal den Zwischenboss so machen. Nehmen wir das mal als Geschoss. Bam. Eigentlich soll man so machen und bam. So wie in früheren, so wie in Kirby Stream mit 1, da musste man immer die Sterne nehmen oder halt einfach was die Gegner hinschmeißen und dann auf die Gegner schmeißen. Bam. Wenn wir jetzt den aufsaugen, dann kriegen wir bestimmt, ja, kriegen wir Crash. Crash nicht so das Spiel, sondern tötet alle Gegner, die gerade auf dem Bildschirm zu sehen sind. Was auch noch ein bisschen zu sehen ist, ist links dieser Balken, der so ganz tot ist. Meistens ist er blau, jetzt ist er gerade schwarz, da ganz links. Der ist normal. Das haben auch andere Spiele auf dem NES gehabt, wie zum Beispiel Super Mario Bros. 3 zum Beispiel, das ist ein sehr bekanntes. Das sollte eigentlich jeder von euch kennen. So, sonst wenn nicht, dann ja. Lassen wir das auf jeden Fall. Ich muss da aufpassen, weil ich bin fast down. Am besten kriege ich jetzt irgendwo eine Maxi-Tomate, weil dann kann ich mich nicht komplett heilen, wie ich ja bereits sagte. Oh, oh geil, hier gibt's ja direkt eine. Wie passend. Ja, komm, gib her. Ja. Wir werden jede Folge 20 Minuten aufnehmen und ich werde versuchen, so viel zu schaffen wie möglich. Und ja, wie gesagt, alles Secret Exits. Und in dieser Folge werden wir aber keine Secret Exit finden. Denn in der ersten gibt's kein Secret Exit. Das weiß ich noch. So, was wollte ich denn eigentlich noch sagen? Ja, die Kirby-Farben. Genau, das ist da, wo ich... Und Mikrofon, wo ich auch noch zukommen. Mach ich gleich. Erstmal die Kirby-Farben. Wenn Kirby keine Fähigkeit hat, dann ist er richtig pink, ja? Und so, diese Farbe, die er jetzt hat... Ich dachte immer, die Farbe, die er jetzt hat, ist die normale Kirby-Farbe. Aber in diesem Spiel halt ist er normal richtig pink. Warum auch nicht. So, die Schwertfähigkeit ist in diesem Spiel meine Lieblingsfähigkeit, weil die ist sehr, sehr stark. Bam, yeah. So, schaffe ich es jetzt vielleicht? Ich bin hier sehr schlecht geworden, wie man sieht. Oh mein Gott. Oh Gott. Das muss ich auf jeden Fall noch wieder üben. Yeah. Und wegen meinem Mikrofon. Ich habe sehr lange geguckt, wie es funktionieren soll. Und ja, ich habe die ganze Zeit... Ups, wow, das war gerade krasses Knacken bei mir. Ich habe die ganze Zeit versucht, dass das nicht so geräumig sich anhört. Falls was gebracht hat, dann schreibt es mir in den Kommentaren, ob ich das mein Mikrofon so lassen soll. Wahrscheinlich schreibt das eh niemand in den Kommentaren, von daher lasst jetzt einfach so, schätze ich mal. Außer ich find's blöd, im Nachhinein mal gucken. So, das hier ist ein Minigame. Kranfieber. Benutze die Knöpfe und versuche mit dem Kran den Kirby zu erwischen. Ein großer Kirby ist zwar schwer zu bekommen, aber es lohnt sich. Ich bin, glaube ich, ganz cool im Minigame. Man muss A gedrückt halten, das wusste ich früher nie. So, lassen. Dann macht er seinen Kran auf und dann zack. Das sollte passen. Der ist ganz, ganz weit vorne. Oh, 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 oh. Wenn er so umdreht, dann ist es eigentlich meistens so, dass er dann fällt. 2 One-Ups haben wir auf jeden Fall schon. Ein kleiner Kirby gibt uns 1 One-Up. Ein großer gibt uns 2. Oh, das war nicht ganz gut, glaube ich. Das ist, nee, das ist nicht ganz gerade. Gib mir noch. Er wackelt. Na, ganz
ganz knapp. Ich hatte es in der Testaufnahme. Ich habe vorhin eine Testaufnahme gemacht und da hatte ich beide erwischt. Das war richtig krass. Ah, zwei One-Ups kann man mitleben. Ich will immer auf die großen gehen. Well, big is good, you know. So, Level 3 meine ich. Ja gut, Level kann uns eigentlich nicht unbedingt nennen, weil die Welten heißen ja Level, aber ich nenne die Welten, also die Level nenne ich Welt und die Kurse nenne ich Level, okay? Deal with it. Ah, Kirby ist schon richtig cool. Ich hatte mein erstes Kirby-Spiel war, glaube ich, auf dem DS. Ich glaube, das war mein erstes Kirby-Spiel war das Remake. Kirby Superstar Ultra war mein erstes Kirby-Game, glaube ich. Doch, ja, das müsste es gewesen sein. Ich hatte auch Mars Attack viel gespielt. Ich habe eine neue Fähigkeit, und zwar den Feuerball. Mit dem BAM können wir so richtig durch die Map donnern. BAM! Nicht vergessen zu fliegen. Man kann bei in diesem Spiel oder halt in den alten Kirby-Spielen musste man immer oben drücken. Also nach oben drücken, um zu fliegen. Da kann man bei unendlich fliegen, für die, die es nicht checken. Oder nicht wissen. Nicht unbedingt checken, ich hatte nicht mehr gesagt. Hat er nicht unbedingt erkannt. So, Kirby kann natürlich auch schwimmen. Oder so ein Frosch. Nein, ich wollte mich einfach nicht erwischen. Da kann auch, wenn er im Wasser ist, dann braucht er keine Fähigkeit. Die kann er nämlich auch nicht wenden. Da spuckt einfach Wasser aus. Oder pustet es aus. Zumindest hört sich das so an, als würde er pusten. Blöd in diesem Spiel ist nur, dass die Leben, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem KP jetzt. Ich habe jetzt noch ein Leben, ein Hitpoint, da was. Ich verliere einen One-Up. Gosh. Wow! Volle Fähigkeit jetzt, schnell, dankeschön. Wenn ich das jetzt mit einem Leben verlasse, dann habe ich das ein Leben immer noch. Ich behalte das eine Leben. Oh, das ist eine Maxi-Tomate, die brauche ich jetzt dringend. Dankeschön, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich noch in Ruhe, Mann! Doofkopf! Blöd, Mann! Tut mir leid. Jetzt, glaube ich, war das falsch. Oh, das war gut. Ich hätte es fast auf 1 geschafft. Yeah! Das ist, by the way, ein Museum. Ja, Museum. Das ist eine farbenfrohe Darstellung von den Gegnern. Also, ja, ich kann es nicht ganz vorlesen. Aber ja, auf jeden Fall können wir hier einfach diesen Typen, der gerade AFK hier hingespawnt ist, aufsammeln und dann kriegen wir die Schwertfähigkeit von ihm. Hier oben steht auch immer, welche Fähigkeit man bekommt. Tja, ist ganz cool. Schwertfähigkeit ist, wie ich ja bereits sagte, meine Lieblingsfähigkeit in diesem Spiel. Und ja, dann machen wir weiter. Nein, kann ich das bitte wieder haben? Dankeschön, ich will mein Schwert behalten. In späteren Spielen halt, können wir dann auch so eine Link-Mütze beim Schwert. Oh, bis nach oben. Was gibt's denn hier so oben? Oh Gott, warum lasse ich mich treffen? Oh, tut mir leid, Leute. Ich bin gerade echt doof. Hör mal, hier ist ein Zwischenboss? Das ist doch Anfang des Levels. Naja, mit dem Schwert wird's easy. Und bei ihm kriegen wir Freeze. Und dann können wir Gegner einfrieren. Ja, ich zeig's euch kurz. Ich friere den Gegner ein. Dann kann ich ihn abschießen. Dann kann ich ihn anstupsen. Dann fliegt er durch die ganze Stage. Bis er despawnt, weil das Bildlimit ist und so. Ja. Manchmal kann es auch sein, wenn ich hier zum Beispiel in die Richtung gehe. Ja, hat man vorhin gesehen, das kann ich nicht genau zeigen. Hat man gesehen, dass das Spiel so ein paar Grafikfehler hat, so ein paar Farbfehler, was auch immer. Das ist alles normal, Leute. Ich hoffe, falls es wirklich sehr, sehr stört, dass zum Beispiel ganz links der Balken ist oder was auch immer, dann schreibt mir mal in den Kommentare und dann gucke ich mal, dass ich das einfach rausschneide oder so. Ich weiß nicht, ob man das noch für irgendwas braucht, ob da noch irgendwas kommt. Im Titelbildschirm war da ganz links dieser schwarze Balken benutzt worden. Bei dem können wir die Igelfähigkeit, genau, die Igel. Was? Nein! Und mal, wie funktioniert das? So, warten, der will mich angreifen. Was? Ich bin in der ersten Welt einmal gestorben. Oh, tut mir leid, Leute. Ah, normalerweise geht das. Bitte hasst mich jetzt nicht. Ich bin schlecht, okay? Eine Testrunde vorhin. Ich habe vorhin die erste Welt kurz angetestet, damit ich weiß,
dass auch alles läuft. Normalerweise kann man immer so machen. Aber ich bin anscheinend gerade schlecht dazu. Tut mir leid, ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu sterben. Mein Ziel ist es, kein einziges Mal Game Over zu gehen. Sobald ich das schaffe, ist alles gut. Oh, Mana Knight, hey! Und das hier ist ein Unbesiegbarkeitslolli. Mit dem sind wir unbesiegbar und können alle ownen. Hier ist ein One-Up. Dankeschön, Leben. Wow, wow, ich dachte gerade, ich falle da runter. Oh no, weg hier, oh yeah. Ende des Levels. Juhu! Anscheinend heißt der Modus nämlich wie Hyper. Schon zumindest unten auf dem Bild. Wieder nicht geschafft, Alter. Irgendwann werde ich es auf jeden Fall im Let's Play schaffen, die einzubekommen. Eigentlich bin ich da richtig gut drin. Es gibt ein bestimmtes Timing dafür, aber ich bin anscheinend kacke dafür im Moment. So, jetzt können wir direkt schon zum Endboss dieser ersten Welt kommen. Dann machen wir auch mal. Und natürlich ist es wie in mir im Spiel gleich. Es ist niemand anders als USB Woods. Dum, 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 dum. Ja, ich habe es im Testrun auch gesehen. Man kann ihn einfach mit dem Schwert komplett zernichten. Er hat keine Chance auszuweichen. Aber ja, komm, wir geben ihm eine kleine Chance, dass er mich angreift. Man muss einfach die Äpfel nehmen und auf ihn schmeißen. Ja, er hat trotzdem nichts gebracht. Ich habe nicht mein Leben verloren. Wiss wie Wurz war kein Problem. Ich hoffe, die nächsten werden es nicht. Auch nicht sein. So, tun, was auch immer. Welt 2 Ice Cream Islands. Autsch. Also, los, Kirby. Oh yeah. Yeah. Wir fangen direkt schon an in der ersten Folge mit der zweiten Welt. Und dann werden wir in der nächsten Folge direkt schon den Boss der zweiten Welt besiegen. So, das hier sind so eine Art Bomben. Wenn die runterfallen, dann bam, explodieren die. Da müssen wir aufpassen. So, hier gibt es, glaube ich, einen Bonus. Hier ist eine Bonus-Area. Hier gibt es auf jeden Fall ein Leben, falls man es braucht. Ich brauche es natürlich nicht, weil ich bin Flow. Ja, falls nach einem Bosskampf wird man bei der Welt komplett geheilt. Haben wir ja auch jetzt gerade gesehen. So, ich würde gerne nach oben. Ah ja, ich habe euch das hier noch nicht gezeigt. Diese Fähigkeit lässt Kirby so ein wenig gleiten. Ups, wenn ich nach links drücke und nach oben klettern, dann macht das irgendwie so eine komische Animation. Okay, interessant. Blöd ist immer meine Leiter, dass wenn ich nach oben gehe, dann gehe ich in die Leiter hoch, aber dann fliege ich auch gleichzeitig danach. Und ja, ich kann ja auch kaputt schlagen. Wow, der hat mich fast getroffen. Ich kann ein wenig durch die Map leiten. Und dann kann ich ein wenig chillen. Wow, 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 wow. Nicht runterfallen. So. So, den ignorieren wir am besten, weil wenn wir den jetzt angreifen, dann wird er zu einem Bösen, aber okay, hat jetzt gerade nicht funktioniert. Machen wir mal. So, was habe ich noch vergessen zu sagen? Falls ihr irgendwas vergessen habt zu sagen, dann tut mir zwar leid, aber ich glaube, ihr habt in etwa oder ja, das meiste vom Spiel verstanden. Und ich hoffe, dass ihr auch bei den nächsten Folgen dabei seid oder dass euch das Spiel so wenig interessieren konnte oder dass ihr das Spiel interessant finden konntet oder was auch immer. Oh Gott, nein, 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 aufsammeln. Oh Gott, dieser Gegner ist eine Bombe und wenn wir auf dem Boden sind, hier so einfach hier auf dem Boden sind, wenn wir nicht am Fliegen sind, sondern auf dem Boden sind und der fällt auf den Boden drauf, dann explodiert alles und ich kriege richtig viel Damage und jetzt haben wir ihn aufgesaugt und jetzt können wir das selber Damage machen. Bam! Alle Gegner sterben. Also die beiden. Yeah, warum nicht? Ich werde es euch mal zeigen. Habe ich eh keinen Nutzen für die Fähigkeit. Oh, das ist eine der Fähigkeiten, die ich nicht so mag. Tornado! Mit diesem fliegen wir nämlich gar nicht die ganze Map. Du kannst auch so ein klein wenig steuern, aber nicht unbedingt. Nicht wirklich. Schaffe ich jetzt? Nee. Nee. Schade. Sehr, sehr schade. Ich glaube, hier gibt es sogar noch unseren ersten Secret Exit, weil normalerweise gibt es hier unten noch was. Ich glaube nicht, dass das dritte Level ist. Dann werden wir das auf jeden Fall im nächsten, ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Folge nachprüfen. Aber heute spielen wir nur noch dieses Eier-Minispiel. Eifanger, Eggcatcher. Halte den A-Knopf gedrückt, damit Kirbys Mund sich öffnet. Versuche nur die Eier zu essen und nicht die Bomben. Das Spiel ist ganz lustig, ganz cool. Bin eher nicht so gut darin. Hat er gerade Mittelfinger gezeigt? Wir müssen so viele Eier wie möglich fangen, um unsere Chance zu erhöhen, einen One-Up zu erhalten. Wow, nur zwei verfehlt. Ich habe
ich habe die ganzen Küken befreit von König Dedede. Warum auch immer der jetzt hier ist, eigentlich ist er ja versteckt und so. Und ja, juhu! Also, wenn es euch gefallen hat, dann bitte, gebt mir Geld, ich brauche Geld, ich habe arme Familie, dann, ich meine, dann lasst eine positive Leute da und schaut beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Super Knutschkugel rettet die